Weiter geht es mit einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5. Wir spielen wieder die Lüdenscheid-Modifikation, befinden uns hier auf der Brandstadt-Karte und spielen auf der Brandausbreitungsstufe Brandmeister. Die Atemschutzlogik ist auch wieder aktiviert, genau. Ja, eben gerade mal das Spiel neu gestartet. Ich nehme eigentlich nämlich diese Folge hier direkt im Anschluss von der letzten Folge auf. Aber wir haben jetzt da schon so viele Stunden gespielt gehabt und es war kein KI-Verkehr mehr unterwegs und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal das Spiel neu gestartet. Und das heißt, wir haben ja noch keine Polizei unterwegs gerade. Wir schicken da einfach mal ein paar auf Streife, würde ich sagen, so wie immer. Genau, die üblichen Fahrzeuge schicken wir auf Streife. Dann haben wir hier wieder ein paar Polizisten verteilt. Können wir schneller bei diversen Einsätzen reagieren, was ja immer ganz praktisch ist. Und ansonsten warten wir gerade darauf, dass der erste Einsatz reinkommt. Genau. Ja, ich würde sagen, wir spielen heute auch wieder in dieser Folge auf Einsatzstufe 2 und Anzahl der Side-Events auf 2. Das heißt, wir können hier insgesamt 4 Einsätze reinbekommen. 2 kleinere, 2 größere. Die kleinen Einsätze können sich aber auch zu großen Einsätzen entwickeln. Genau, das heißt, wir könnten da zum Beispiel als Side-Event B0 reinbekommen im Wald. Und das könnte sich dann ausbreiten so einem fetten Waldbrand. Also wir können insgesamt aber 4 Einsätze abarbeiten, genau. Ja, ja, dann haben wir das alles besprochen und wir haben immer noch keinen Einsatz. Manchmal kommen die Einsätze direkt reingeflogen. TH1, VU-Fußgänger. Bist du gerade erst fertig laden quasi und dann schon zack, 5 Einsätze, hab Spaß. Nee, normalerweise kommen die Einsätze schnell rein. Naja, so. Gut, wir haben hier einen Einsatz reinbekommen, TH1, Verkehrsunfall mit Fußgänger. Da hat ein Mädel erwischt, war ohne Fahrer unterwegs, anscheinend gerade da rumgelaufen. Dann kam er hier angefahren und putz, und schon haben wir hier verletzte Personen. Kollege hat es noch gesehen, das heißt, wir schicken hier auf jeden Fall mal einen Streifenwagen hin. Wir brauchen hier auf jeden Fall Rettungswagen. Kann sein, dass wir auch einen Notarzt brauchen, das sehen wir dann. Kommt jetzt ein Rettungswagen aus der Wache 4 angefahren. Und ansonsten brauchen wir, glaube ich, nur noch einen Abschlepper. Ja, Feuerwehr brauchen wir jetzt hier in dem Fall wahrscheinlich nicht. Ich schicke auch direkt mal den Abschlepper los, genau. So. Dann haben wir soweit hier alles schon mal unterwegs. Das heißt, wir können eigentlich hier auch die Zeit schneller laufen lassen. Können wir nicht. Kriegen direkt in dem Moment noch ein B2 rein. Ja, super. Okay. B2. BMA. Kann sein, dass es ein Fehlalarm ist. Weiß man in dem Fall nicht so genau. Ich würde jetzt hier auch einfach mal auf B2-Alarmierung gehen. Dann kommt hier die Werkfeuerwehr jetzt angefahren mit 4 Fahrzeugen insgesamt. Haben wir erstmal grob alles dabei, was wir brauchen könnten. Und sind auch gleich auf der sicheren Seite, weil die Werkfeuerwehr jetzt in dem Fall angefahren kommt, weil wir da recht nah dran sind. Eins ist leider, ist jetzt nicht von der Werkfeuerwehr. Kommt hier aus der Wache 1. Beziehungsweise es sind 2 Fahrzeuge aus der Werkfeuerwehr, glaube ich. Und ein Fahrzeug aus der... Beziehungsweise ein Löschfahrzeug aus der Wache 1 noch. Genau. Egal, wir haben auf jeden Fall 2 Fahrzeuge von der Werkfeuerwehr mit am Start, falls da irgendwie giftige Sachen austreten sollten. So. Ein Polizist kümmert sich mal um das Mädel. Der andere Polizist befragt hier schon mal den Fahrzeugfahrer. Rettungswagen trifft auch gerade ein. Das heißt, der Rettungswagen kann eigentlich gleich hier mal übernehmen. Dann kann der andere Polizist sich da um die Person mal kümmern. Jawohl. Ich hoffe, dass wir hier jetzt schnell vor Ort sind, damit wir dann sehen, was hier Sache ist. Ich parke hier die Fahrzeuge nochmal so ein bisschen um. Ein Fahrzeug mal da, ein Fahrzeug mal da. Die DLK kann von mir aus da stehen bleiben. Könnte man aber auch, komm, ein bisschen näher ans Gebäude dran stellen. Es kann aber auch sein, dass hier wieder irgendwas anderes brennt. Wir hatten ja, weiß ich nicht, vor ein paar Folgen hatten wir da einen BMA-Alarm. Und da hat es gebrannt und das war auch noch Chemie. Jo. Deswegen, es kann sein, dass ich jetzt hier wieder die Fahrzeuge aufstelle. Und am Ende sind einfach ein paar Rauchwolken von hier drüben hierher gezogen, hat hier die BMA-Anlage ausgelöst und da hinten geht die Welt unter. Ja, so kann das wieder passieren. Weiß man nicht genau. Deswegen ist ganz gut, dass wir wenigstens 2 Fahrzeuge von der Werkfeuerwehr schon mal vor Ort haben. So, Platzwunden an Körper und Kopf. Da hat das Mädel aber ganz schön Glück gehabt. Das heißt, wir sind hier eigentlich mit dem Einsatz fertig. Polizei habe ich wieder auf Streife geschickt. Abschlepper schleppt jetzt das Fahrzeug ab und der Rettungswagen lädt jetzt das Mädel auf. Genau. So, also Werkfeuerwehr wäre schon mal am Start hier. Ich warte aber noch mit dem Ausrüsten und mit dem hier bereitstellen, weil kann ja wie gesagt sein, dass das wieder hier brennt und ich einfach hier den BMA-Alarm habe. Man weiß es nicht so genau. So. Dann trifft hier gerade der Einsatzleiter aus der Wache 1 ein. Ich würde jetzt hier sagen, der Kollege steigt mal schnell ins Fahrzeug und der Einsatzleiter schaut mal schnell nach.
Okay, es brennt hier tatsächlich das Gebäude. Dann müssen wir jetzt hier so schnell wie möglich die ganzen Leute startklar machen. Das ist normal ein Gebäude, was nicht mit Chemie... Doch, verdammt! Okay, ich war gerade der Meinung, das Gebäude hat nichts mit Chemie am Hut, aber tatsächlich doch. Gut, dann ist hier die DLK jetzt gerade mal ausgefallen. Das ist nicht so optimal. Das ist nicht so optimal. Gut. Dann müssen wir jetzt hier Dinge tun. Also, restliche Werkfeuerwehr wird noch heralarmiert. Weitere Einsatzleiter, gut, können von mir aus mal da hinten hinfahren. HLF brauchen wir auf jeden Fall hier nochmal. Ein weiteres LF. TLF schadet auch nichts. Sogar hier oben brennen schon die Elektrokasten. Dekon stellen wir hier hin. GWMS stellen wir auch mal hier hin. So, die sind alle schon umgezogen passend. Den Einsatzleiter würde ich jetzt hier gerade mal wegschicken. Der ist mir zu nah an den brennenden Sachen dran. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier anfangen zu löschen. Hier heult schon wieder die Sirene bei der Werkfeuerwehr, weil wir die komplette Werkfeuerwehr gerade losgeschickt haben. Dann vielleicht hier nochmal einen Verteiler hin. Dann gehen wir hier mal... Nee, da oben bleiben wir weg. Wir gehen hier unten dran. Hier kann dann das TLF dran. Ja, schöne grüne Suppe. Das ist halt ärgerlich hier. Naja. Wenn wir schnell genug sind, können wir die durchs Dekon durchjagen. Dann können die sich umziehen und dann können wir die DLK trotzdem aufbauen. Das ist nicht so das Thema. Genau. Wasserversorgung ist aufgebaut. Wir schicken hier nochmal ein paar mehr Leute dran. Hier ist die Wasserversorgung auch soweit aufgebaut. Schicken wir auch nochmal ein paar mehr Leute dran. Und dann schauen wir gerade nochmal hier. Der Einsatz ist komplett abgeschlossen. Somit machen wir hier einfach den mal zu. So. Ich will gerade mal schauen, dass wir ein Foto machen. Ich habe auch in der letzten Folge vergessen, ein Foto zu machen. Ist mir dann aufgefallen, nachdem ich die Folge beendet hatte. Das heißt, wir müssen irgendwann, wenn ein Waldbrand ist oder so ähnlich, muss ich jetzt nochmal so heimlich dann ein Foto machen. So. Okay. Einsatzleiter von der Werkfeuerwehr ist eingetroffen. So, die ziehen wir gerade auch mal um. Ich hoffe, dass das Dekon gleich da ist. Das wäre eine super Sache. Ich bringe die zwei Leute von der DLK schon mal Richtung Dekon. Gehen wir hier dran. Das ist das TLF. Dekon lässt immer noch auf sich warten. Ich hoffe halt, dass die Flammen nicht übergreifen hier auf die Bäume. Das wäre super GAU. Das wäre wirklich super GAU. Soll ich das TLF hier unten sicherheitshalber mal parken? Komm, das machen wir so. Sicherheitshalber parken wir dort. Dann können wir nämlich, wenn da irgendein Baum anfangen sollte zu brennen, können wir da dann reagieren. So, Dekon ist eingetroffen. Dann schleusen wir die Leute da schnell durch. Ich hoffe, wir stehen weit genug weg mit dem Dekon. Ich parke nochmal hier um. Ich habe das Gefühl, wir stehen da zu nah an der Wolke, weil eben gerade kam hier auch nochmal voll die grüne Suppe angeflogen. Da gehen wir nochmal auf Nummer sicher. So, mit dem Fahrzeug würde ich sagen, wo ist der Gruppenführer? Der ist dort. Bauen wir hier einfach auf. Und schauen wir, ob wir nochmal einen weiteren Hydranten finden. Ganz hier hinten wäre noch einer. Kann ich hier noch mit mehr Leuten dran gehen? Oder habe ich da keine mehr? Doch, ich habe da noch jemanden. Hier müssen auch mal mehr löschen. Was noch ganz gut wäre, wäre Gerätewagen Atemschutz hier vor Ort. Ich schicke gerade mal den los. So, okay, die Feuerwehrleute hier werden wieder stark da von der DLK. Ich habe jetzt nur Angst, ja, dass er das macht. Mir wäre es jetzt eigentlich ganz lieb, wenn der sich umziehen würde. Und zwar mit dem Anzug, aber das macht er nicht, ohne bei der DLK zu sein. Ich kann mit der DLK aber gerade nicht wegfahren wahrscheinlich. Wobei, er kann vielleicht hier komplett zusammenpacken. Dann fahre ich mit der DLK hier hinter, ziehe die Leute um und dann fahre ich wieder hier rein. Das ist ein Plan. Genau. So, haben wir hier einen Hydranten? Natürlich nicht. Gut, wenn ich aber ein Stück weiter hier runter fahre, habe ich trotzdem ein bisschen Reichweite hier, komme an die Bäume dran. Dann komme ich aber da hinten an den Hydranten auch dran und kann das Fahrzeug mit Wasser versorgen. Ja, ich glaube, so ist okay. Gehen wir da gleich doppelt dran.
Mit DLK fahre ich jetzt einfach mal kurz hier hinten hin. Ups, falsche Taste. Ja, jetzt habe ich aus dem E gedrückt. Mein Finger abgerutscht ist. Naja. Gut, ich bräuchte hier theoretisch noch ein paar mehr Fahrzeuge. So, ihr zieht euch jetzt gerade mal um. Atemschutz aus und dann den Schutzanzug an. Weil das Feuer kriege ich so mit den paar Leuten nicht unter Kontrolle wahrscheinlich. Irgendwie habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir den Einsatz reinbekommen haben. Habe ich wieder zu viel geredet. Das ist natürlich nix. Sondern brauchen wir unbedingt einen Stördienst. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Einsatz offen ist. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier den Kran gebraucht haben. Ich würde den jetzt einfach mal losschicken, weil ich habe, glaube ich, schon genug Zeit vergeudet. Machen wir es einfach mal so. Vielleicht hatte ich mir den Einsatz auch angeschaut, aber irgendwie nicht drauf reagiert. Das kann sein. Naja, wenn man hier schon 3 Stunden circa Emergency spielt und vorher schon 2 andere Spiele aufgenommen hat, dann kann die Konzentration manchmal so ein bisschen flöten gehen. Gerade wenn man dann halt noch viel erzählt. Da passiert sowas leider. So, da sind jetzt 3 dran. Da sind noch nicht 3 Personen dran. Jetzt gleich, aber bei der DLK können wir jetzt gerade mal die Leute umziehen lassen. Dann fahren wir mit der DLK wieder da rein und dann können wir loslegen. Genau. So, fahren wir jetzt hier hin. So. Ich hole jetzt nochmal hier 2 TLFs mit dazu. Die müssen wir halt im schlimmsten Fall selber von Hand anschließen an Hydranten. So nah sollte die DLK eigentlich nicht ans Gebäude ranfahren, aber gut. Ich parke sie nochmal ein bisschen um. So, holt euch mal da Wasser und fangt dort an zu löschen. Jetzt könnt ihr ja ruhig da reinrennen und aufbauen. Ist jetzt gar kein Thema mehr. So, wir schauen nochmal hier. Also ein Stördienst wäre da. Der kann auf jeden Fall schon mal den Strom ausstellen. Rettungswagen und NEF wäre auch da. Vielleicht gerade noch mal so ein bisschen umparken. So, Feuerwehr kommt. Ich weiß, wir müssen die Lampe von der Person runterheben. Kann sein, dass es mit dem Feuerwehrmann geht, deswegen hier ist HLF. Kann sein, dass wir den Kran brauchen. Ich bin mir da echt nicht mehr sicher. Ist zu lange her, dass wir den Einsatz hatten. So, die DLK wird gerade angeschlossen. Ist angeschlossen, super. Gut, Strom ist aus. Dann können wir jetzt mit den Feuerwehrleuten da dran. Okay, wir können mit dem Feuerwehrmann hier arbeiten. Super. Ich schicke den Kran wieder weg. Dann schicken wir erstmal die Sunnies da an die gute Frau. So, DLK löscht jetzt auch. Versorgen die Leute hier mal mit Atemluft. TLF löscht mit. Trotz doppelten Anschluss an die kleinen Hydranten reicht die Wasserversorgung aber nicht. Okay, das Gebäude ist gelöscht. Es brennt hier noch ein bisschen Kleinkrams außenrum. Da können wir mit dem TLFs aber gut arbeiten, die ich alarmiert hatte. Und hier brauchen wir unbedingt den Notarzt. Das war eine knappe Sache. Stromschlag, Herzstillstand. Nicht gut. Obwohl es regnet, wäre der Hubschrauber verfügbar. Man kann überlegen, ob wir den herholen. Ich glaube, ja. So, Streifenwagen. Ich denke mal, dass wir vielleicht... So, Feuerwehr kämpft sich hier gerade einen Weg durch. Die sind noch auf dem Weg zu dem Chemiebrand. Aber ich glaube, Feuer ist aus. Ja, Feuer ist aus. Wir können die Einsatzanfahrt abbrechen. Aber was ich hier gerade mal machen könnte, wäre... Ein Feuer vom TLF hier. Fürs Waldbrandvideo. Wir haben Bäume im Hintergrund. Wir sehen hier ein TLF. Kann man vielleicht durchgehen lassen. Wobei ich das von der Perspektive aus cooler finden würde. Aber da ist gerade die Map-Grenze sichtbar. Deswegen tun wir die gerade mal ausblenden. Genau, dann haben wir hier ein schönes Foto vom Unimog. Von der Werkfeuerwehr. Vor ein paar Bäumen. Das passt.
Genau. So, ich kann auch einfach nochmal so ein bisschen hier rüber gehen. Nochmal ein bisschen was mehr von den Bäumen. Okay. Dann haben wir das. Okay, gerade wieder die Sicht einigermaßen einstellen, dass man damit was anfangen kann. Ich glaube, so ist soweit. Okay, das TLF können wir auch zurückschicken. Jetzt schauen wir hier nochmal. Notarzt ist dran. Polizei ist da. Ich wollte eigentlich hier den Hubschrauber landen lassen auf der Kreuzung. Aber das kann ich so natürlich vergessen. Und ich kann hier runter. Ja, super. Das gefällt mir sogar fast noch besser. So, die packen ja zusammen, die sind schon dabei. So, schalten wir gerade mal die Brandmeldeanlage aus. Die WMS kann weg. Ansonsten war ja keine Person betroffen, irgendwie muss irgendwie dekontaminiert werden. Also alles gut. So, mit der Polizei wollte ich jetzt eigentlich hier mal auf die andere Fahrbahn fahren und da mal absperren. Jo, da wird noch reanimiert. Notarzt ist gerade fleißig am Arbeiten. Ist, glaube ich, ganz gut, dass der Hubschrauber herkommt. Feuerwehr brauchen wir nicht mehr. Schicken wir gerade mal weg. Hubschrauber dreht sich gerade richtig hin. Das Gute ist halt gerade, dass es nur regnet. Wir haben jetzt nicht wirklich Sturm, es ist einfach nur am Regnen. Oh, Buschbaumbrand hier an der Stelle. Ich schick mal zwei TLFs hin. Brandstedt, Ost. Viel Feuerwehr hier einfach gerade noch durch die Gegend fahren ist. So, zwei Abschlepper. Habe ich, glaube ich, noch nicht gerufen. War ich wohl am Überlegen, ob ich die schon mal losschicke. Habe ich aber dann doch nicht gemacht. Jetzt aber sind sie auf dem Weg. Gut, Hubschrauber ist gelandet. Hier hat die Polizei abgesperrt. Unten hat der Notarzt die Straße abgesperrt. Gut, das Fahrzeug fährt jetzt auch gleich weg wahrscheinlich. Da rennt gerade noch ein Feuerwehrmann hier durch die Gegend. Abschlepper sind schon losgefahren. Dann können wir hier gerade mal schon mal denen sagen, was sie abschleppen sollen. Und dann schauen wir gerade noch mal hier. So, wir kommen hier auf jeden Fall nicht drauf so wirklich. Außer wir gehen hier oben entlang und fahren dann mit dem Fahrzeug hier hinten hin. Ja, wir versuchen es mal mit den TLFs. Solange sich das nicht weiter ausbreitet, ist alles gut. Wenn sich das weiter ausbreitet, müssen wir gucken, dass wir vielleicht wirklich mit dem Fahrzeug hier reinfahren auf das Waldstück. Hier oben wäre ja offen. Ja, hier könnte man ja reinfahren. Müsste sich dann halt hier durchkämpfen. Bis dann hier hinten hin irgendwo. Keine Ahnung. Ich meine, das könnte man hier gut abfangen eigentlich. Ja, wenn das Feuer wirklich jetzt sich hier weiter ausbreiten würde. Nach unten glaube ich nicht, dass sich das weiter ausbreitet. Hier oben entlang wird auch nicht passieren. Heißt, man könnte hier notfalls mit einem LF reinfahren in das Waldstück, hier hingestellt, dann hier Verteiler aufgebaut, drei Feuerwehrleute hin. Dann hast du hier richtig schön einen Schutz, dass das Feuer da nicht weiterkommt. Das ist jetzt nicht so die dramatischste Stelle, wo es brennen könnte. Ist zwar die Gefahr da von einem Waldbrand, aber ich glaube, an der Stelle kannst du es wirklich gut abfangen. So, BMA-Alarm machen wir jetzt gerade mal zu. Da sind wir fertig mit. Hier laden wir jetzt gerade auf. Ich schicke die Sunny schon mal weg. Notarzt lasse ich nochmal da wegen der Straßenabsperrung. Kreislaufkollaps kam jetzt gerade noch rein. Da schicken wir mal einen Rettungswagen los. Wir haben noch einen, glaube ich, bei der Wache 4 gerade verfügbar. Der kann mal hier rüber gefahren kommen. Genau, da sind beide Rettungswagen gerade vor Ort. Super. So, dann schicken wir den Hubschrauber los. Der kann aber auch schon mal einsteigen. Ich will aber jetzt den Notarzt nicht warten lassen. Deswegen schicken wir den weg. Ich schicke einen Polizisten hier hin, der soll sich hier hinstellen. Hat aber auch wieder keine Warnweste an. Der zieht sich gerade mal um. Na komm, zieh dich um. Dann haben wir hier oben abgesperrt und hier unten steht Polizist. Genau, der stoppt jetzt da das Fahrzeug. Dann ist der Notarzt schon wieder einsatzbereit. Genau. Kann ja sein, dass irgendein
schwerer Einsatz jetzt noch reinkommt, dann brauchen wir vielleicht den Notarzt. Genau, dann heben die ab. Dann können wir gleich die Landestelle entfernen und dann gehen die auch wieder auf Streife. So ist es. Jetzt habe ich gerade mein Mikrofonarm gehauen. Ich gerade hier wieder am Rumfuchteln bin. Naja, so. Das mache ich total gerne irgendwie, wenn ich so Let's Plays aufnehme. Ja, mit den Händen ein bisschen rumfuchteln. Gerade wenn ich irgendwelche Sachen erkläre, ich rede dann immer auch mit meinen Händen. Deswegen bewegt sich in dem Moment auch oft einfach die Maus nicht, weil ich dann die Maus gehen lasse und fange hier einfach an, mit meinen Händen Dinge zu zeigen. Seht ihr zwar nicht, aber irgendwie macht Spaß. Mach ich ganz gerne mit den Händen reden. So. Wie sieht's hier oben aus? Feuer ist gelöscht. Perfekt. Eddie, gebrochener Arm. So, das machen wir mal zu. Da sind wir dran. Gebrochene Arm müssen wir jetzt gerade mal einen Rettungswagen losschicken. Kommt aus dem Krankenhaus. Aus der Wache 8. Achtung, ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Ich hoffe, dass das wieder Fake News sind. Hubschrauber ist gerade gelandet. Mittlerweile ist es hier, glaube ich, auch am Stürmen im Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Hubschrauber da nochmal losschicken könnte jetzt. Aber gut, Einsatz ist erledigt. Hubschrauber steht beim Krankenhaus. Somit alles gut. Oh, ein seltener Einsatz schaut mal wieder vorbei. Sehr schön. Nehmen wir auf jeden Fall die Sonderrechte raus. Dann schicken wir da einfach mal einen Streifenwagen hin. Kümmert sich da drum. Ja, Polizei ist jetzt nicht ganz so weit weg. Fährt gerade hier rum. Genau, die fahren jetzt einfach mal dahin. Dann reden wir mit der Zeugin, beziehungsweise mit der Person, die das Fahrzeug gemeldet hat. Und dann lass mal das Fahrzeug abschleppen. Gar kein Thema. Weil es jetzt hier gar nicht so schlimm aussieht an der Stelle. Wir hatten auch schon hier Verkehrsbehinderungseinsatz. Da hat ein Fahrzeug vor einem Parkhaus oder so gestanden. Ja, die Einfahrt zugestellt. Das ist dann halt wirklich schlimm. Hier jetzt in dem Fall weiß ich nicht. Das ist eine offene, leere Fläche. Klar, ist doof. Ist ja kein Parkplatz oder so, aber Bürgersteig ist frei. Hier hinten ist genug Platz. Naja. Sie ist also die Person, die das Fahrzeug da geparkt hat. Und die wollte uns irgendwie auf den Sack gehen. Alles klar. Gut, kriegt erstmal eine Dosis Pfeffer ins Gesicht. Ja, dann ist das natürlich hier gleich wieder anders. Dann ist der Einsatz hier gleich wieder was ganz anderes. So. Dann bringen wir sie mal zur Polizeistation. Hier haben wir jetzt einen Verkehrsunfall mit Sachschaden, beziehungsweise nur Sachschaden, keine verletzten Personen. Die Fahrzeuge stehen sehr ungünstig hier auf der Straße. Ich schicke die Polizei mal mit Blaulicht hin, also mit Sonderrechten, damit wir hier absichern. Dann schicken wir hier auch mal zwei Abschlepper los. Die können sich ja auch schon mal auf den Weg machen. Und ja, ansonsten, Rettungswagen brauchen wir hier nicht. Ist nur VO-Sachschaden. So, den schicken wir aber jetzt mal bei dem Kreislaufkollaps zum Krankenhaus. Gebrochener Arm steht auch schon, der Rettungswagen bereit. Und bei der Verkehrsbehinderung sind wir eigentlich durch, können wir zumachen. Abschlepper weiß schon Bescheid, den habe ich schon gesagt, nimm dir hier das grüne Fahrzeug mit. Ach, da kommt auch gerade der Abschlepper. Polizei ist ja schon, wie gesagt, mit der Frau auf dem Weg in Richtung Polizeistation. Somit läuft das alles. Genau, gebrochener Arm sind wir gerade dran. VO-Sachschaden. Oh, Polizei ist schon eingetroffen. Gut, Abschlepper, wie gesagt, haben wir schon losgeschickt. Brauche ich eigentlich nichts mehr machen. Wir können jetzt hier die zwei Zeugen noch befragen, beziehungsweise die Fahrer von den Fahrzeugen mal befragen. Ja, wie auch immer hier das passiert ist, keine Ahnung. Vielleicht wollte das Taxi irgendwie hier gerade rüberfahren, um jemanden einsteigen zu lassen oder aussteigen zu lassen. Taxi hat gebremst, das Fahrzeug hat es vielleicht nicht gesehen. Putz! Ja, wer weiß. Im Straßenverkehr passieren ganz, ganz merkwürdige Dinge manchmal und deswegen, ich kann mir das auch vorstellen, dass es manchmal für die Polizei echt schwer ist, Dinge nachzuvollziehen. Kann ich mir gut vorstellen. Weil einfach manchmal wirklich verrückte Dinge passieren. Ich glaube, da kommst du niemals auf die Idee, dass sowas überhaupt passieren kann. Oder dass solche Dinge überhaupt vorfallen können. So. Also, Polizisten sind wieder im Streifenwagen drin. Wir bleiben einfach noch stehen zur Absicherung, weil Blaulicht sieht man halt einfach gut. Wir haben auch ein großes Fahrzeug hierher geschickt. Das Blaulicht sieht man auf jeden Fall über die Fahrzeuge drüber. Einfach zur Sicherheit. So, hier laden wir gerade auf.
Abschlepper fährt hier gerade vorbei, ist wahrscheinlich auf dem Weg, genau zu dem anderen Einsatz. Da kommt der nächste. Die fahren zum VU Sachschaden. Haben wir noch einen guten Weg vor sich, wenn die keine Abkürzung nehmen. Ach, okay, die fahren hier durch. Dann sind die schon da, okay. Ach stimmt, die sind ja hier auf der... Ja, okay, okay. Entschuldigung, ich war gerade wieder gedanklich bei der falschen Stelle. Na gut. Das läuft aber alles jetzt soweit. So, gebrochener Arm kommt gleich beim Krankenhaus an. Das heißt, den Einsatz habe ich jetzt einfach mal zugemacht. Und ja, man hört halt jetzt richtig, wie es hier am Schütten ist im Spiel. Es donnert auch ein bisschen. Es ist windig. Man sieht, die Blätter fliegen hier überall durch die Gegend. Jetzt wäre auf jeden Fall kein Wetter mehr für den Hubschrauber, oder? Ja, nicht einsatzbereit. Der kann momentan nicht. B1 PKW-Brand. Oh, B1 PKW-Brand. Wir haben auch noch eine Person in dem Fahrzeug drin, ne? Auch eine sehr strange Sache eigentlich. Ich weiß nicht, ich muss bei dem Einsatz immer so ein bisschen an Suizid denken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn ich jetzt hier so ein Fahrzeug sehe, was brennt, steht in der Hofeinfahrt. Da ist noch eine Person drin. Da fällt mir nichts so ein, wie das passieren könnte und dass die Person da auch nicht mehr rauskommt. Außer, dass man vielleicht wie gesagt, Suizidgedanken oder so hat. Ich keine Ahnung. Und dann das Fahrzeug anzündet. Aber wer zündet dann das Fahrzeug dann an? Ja, wobei. Ja, aber das ist der einzige Grund, warum es diesen Einsatz geben könnte, meiner Meinung nach. Ich weiß es nicht. Klar, außer man spielt vielleicht in der Elektronik rum. Spielt mit den Sicherungskasten rum. Im Fahrzeug. Und dabei fängt es irgendwie an zu brennen. Du kriegst einen Stromschlag, die Karre fängt an zu brennen und du liegst dann auf dem Fahrersitz. Okay, so könnte man, das könnte vielleicht auch noch irgendwie eine Möglichkeit sein, wie es zu diesem Einsatz hier kommt. Weiß nicht, ob das weit hergeholt ist. Aber vielleicht möglich. Weil ich meine, selbst wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und deine Karre fängt an zu brennen, dann steigst du ja aus. Du bleibst ja nicht im Auto sitzen. Naja, gut. Könnt mir eure Ideen mal in die Kommentare schreiben. Wie es zu dieser Situation kommen könnte, falls ihr da Ideen habt. So. Feuerwehr ist hoffentlich gleich da, jawohl. Rettungswagen wartet ja schon. Ich würde jetzt aber hier nochmal kommen. Wir nehmen noch einen Rettungswagen dazu. Rettungswagen. Ein NEF. Entschuldigung, wenn man stundenlang spielt, kommst du durcheinander. Ja, wir holen ein Fahrzeug dazu, weiß lackiert mit roter Schrift und hat Blaulicht. Ach ja. Ich würde dann aber sagen, dass wir den Einsatzstopp reinmachen. Ich bin momentan noch in Urlaubsvorbereitung drin, deswegen nehme ich momentan wieder ein bisschen viel am Stück auf und dann ist man einfach irgendwann durch. Deswegen muss ich ein bisschen auf die Folgenlänge achten, sonst kriege ich nicht genug Folgen zusammen und es soll ja alles wie immer ganz normal weitergehen auf dem YouTube-Kanal. Und ja, deswegen muss ich halt auf die Folgenlänge achten. So, wir löschen jetzt gleich hier mit mehreren Leuten das Fahrzeug. NEF ist schon da. Sachschaden, VU machen wir gerade mal zu. Kreislaufkollaps trifft gerade der Rettungswagen ein. Was haben wir denn eigentlich hier hinten für einen grünen Fleck? So. Gut. Heckwarner an. Okay. Fahrzeug ist gelöscht. Wir schauen also mal beim Fahrzeug rein, beziehungsweise fangen direkt an, die Person da drin rauszuschneiden. Ja, da ist halt dann die Frage, warum kriegt man die Tür nicht auf, wenn da wirklich jemand am Sicherungskasten rumspielen sollte? Ja, wobei, alles elektrisch vielleicht, keine Ahnung, Störung, Kurzschluss und dadurch irgendwie das Auto abgeschlossen, was weiß ich. Keine Ahnung, ob und wie das möglich ist. So, da sind wir dran. Und da ist die gute Frau auch rausgeschnitten. Okay, die sieht aber nicht so ganz gesund aus von ihrem Verhalten. Ich glaube, das könnte vielleicht was für den Notarzt werden. Ich
Ich weiß nicht, ob das so in Richtung Verbrennung der Atemwege gehen könnte. Weil ich glaube, sie hustet auch, oder? Und hält sich den Brustkorb gerade so ein bisschen. Hm. Naja, wir gucken mal. So, dann können wir auf jeden Fall das Fahrzeug dann schon mal abschleppen. Die Feuerwehr fährt jetzt weg. Wir brauchen den Notarzt. Verbrennung der Atemwege. Jo, das war ja dann gut geraten. Normalerweise können wir jetzt auch wieder den Hubschrauber einsetzen. Wir haben nämlich eine ziemlich weite Strecke. Ich setze gerade nur noch den Hubschrauber ein. Jeder Folge zählen wir den Hubschrauber. Verbrennung der Atemwege ist aber auch eine echt schwere Verletzung. Die Person ist auch sehr schwer verletzt. Das Wetter hat sich ja zum Glück jetzt gebessert. Ich schicke jetzt mal einen Streifenwagen los. Das dauert halt jetzt lange, bis der Streifenwagen da ist. Aber der Hubschrauber muss ja auch noch starten und dahin fliegen. Und ich glaube, da haben wir die schnellste Transportmöglichkeit. Weil von hier oben links bis hier entweder zur 8 zu fahren, beziehungsweise hier zum Krankenhaus oder bis zur Klinik da hinten, ist schon echt ein weiter Weg. So. In der Zeit, wo jetzt hier die Person transportfähig gemacht wird, ist die Polizei ja auf der Anfahrt. Dann können wir hier direkt den Landeplatz dann festlegen mit der Polizei. Und dann sollte auch der Hubschrauber irgendwann eintreffen, der gerade abgehoben ist. Genau, da fliegt er. Okay, es könnte zeitlich ganz gut hinhauen. Mit dem Hubschrauber. Ist halt nur wieder die Frage, wo können wir hier landen? Ich glaube ja, dass hier hinten vielleicht die Stelle ganz gut geeignet wäre. Oder vielleicht hier auch die Kurve. Sieht auch recht frei aus. Wir haben da wenig Straßenlampen. Könnte passen. So, Streifenwagen ist da. Gucken wir jetzt ganz schnell, wo wir landen könnten. Also hier vorne würde es gehen. Hier würde es auch gehen. Dann landen wir hier. Dann schicke ich gerade den einen Polizisten mal vor die Kurve. Dann kann der da den Verkehr stoppen. Hier den anderen Kollegen ziehen wir gerade mal um. Mit dem Hubschrauber sagen wir, du landest gerade mal hier. Genau, dann hat es alles zeitlich wunderbar funktioniert. Person ist transportfähig. Wir laden die Person jetzt einfach mal in den Rettungswagen. Hubschrauber braucht noch ein bisschen, bis der da ist, bis er dann gelandet ist und so weiter. So, dann lassen wir die Zeit schneller laufen. Genau, da ist der Hubschrauber, der landet gerade. Beziehungsweise, Person ist jetzt auf der Trage, dann können wir direkt hier zum Hubschrauber laufen, laden die Person da um. Genau. So, den anderen Polizisten stellen wir gerade mal dahin. Dann können die gleich wieder abheben. NEF können wir schon mal wegschicken. Und dann haben wir den Einsatz auch geschafft. Sehr schön. Hubschrauber kann wieder starten, Rettungswagen schicken wir weg und Polizei kann den Landeplatz aufheben und kann dann auch auf Streife gehen. Jawohl, Kreislaufkollaps ist abgeschlossen, der Einsatz ist soweit abgeschlossen. Somit war gerade ein krasser Wetterwechsel, also jetzt scheint hier die Sonne. Ja, somit können wir den Einsatz hier bzw. die Folge beenden. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen, gerne auch den Kanal abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Genau, wird den Kanal auf jeden Fall sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Genau, wie zum Beispiel wöchentlicher Upload-Plan oder spezielle Rollen auf dem Discord-Server und. Genau, dann ja, vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.